Bittel, Harz, Torwall. Zu dem großen historischen Festzug durch die Innenstadt versammeln sich auf dem Turnierplatz die verschiedensten Gruppen. Insgesamt nehmen rund 1000 Mitwirkende in Tracht, Kostümen und Gewändern teil. Ebenfalls vorhanden sind Pferdegespanne und berittene Gruppen. Für die musikalische Untermalung sorgen verschiedene Musikfanfaren und Spielmannszüge. Die Gruppen formieren sich. Gleich geht es los. Inzwischen wartet man in der Innenstadt auf den Umzug. Hier zum Beispiel am Harztorplatz. Oder hier am Kornmarkt. Die erste Abteilung wird eingeleitet durch das Fanfarenchor Hannover. Diese erste Abteilung soll darstellen die Zeit von 1514 bis 1568, als Herzog Heinrich der Jüngere regierte. Wolfenbüttler Gärtner. Die Schneidergilde, Wolfbüttler Bürger mit Bier, gefolgt von Eva von Trott und Hofdamen. Schmalkaldischer Krieg. Die zweite Abteilung zeigt die Zeit von 1568 bis 1589 unter Herzog Julius. Es spielt der Spielmannszug Wolfenbüttel.
das Wolfenbütteler Stadtwappen, das 1570 der Heinrichstadt verliehen wurde. Wolfenbütteler Wochenmarkthändler stellen den Wolfenbütteler Markt vor. Das Marktrecht gibt es seit 1570 in Wolfenbüttel. Flößer und Zimmerleute. Der Faktoreiwagen. Die dritte Abteilung, Herzog Heinrich Julius von 1589 bis 1613, wird eingeleitet vom Fanfarenzug Elche aus Coesfelde. Die Schützengesellschaft von 1601. Hochzeit in der Kommisse. Gaukler und Komödianten. Hey, guck mal, jetzt hier. Sie wurden 1592 von Herzog Heinrich Julius aus England nach Wolfenbüttel geholt. Das Transparent zeigt den Bau der Hauptkirche. Der Musikzug des MTV Seesen leitet die vierte Abteilung, nämlich den Großen Krieg, ein. Landsknechte des 30-jährigen Krieges. Marketenderei und marodierende Landsknechte. Fanfaren zog der Einbecker Schützengilde.
Damit wird die fünfte Abteilung, Herzog August, 1635 bis 1666 eingeleitet. Herzogliche Wappenträger. Herzogliche Städtefahne. Herzogliche Fußtruppen. Und herzogliche Standartträger zu Pferde. Herzog August zu Braunschweig und Lüneburg mit Adjutant. Und die herzogliche Reiterei. Der Wagen mit der Büchersammlung. Das herzogliche Musikchor wird repräsentiert durch die Sollinger Herolder aus Uslar. Herzogliche Fußtruppen, gefolgt von Kanonieren. Die herzogliche Marketenderei. Ein Türmer mit Lehrjungen. Die Schaumburger Herolde führen die sechste Abteilung, nämlich Leben in Wolfenbüttel, an. Die Maurergilde. Die Schmiedegilde. Imkerei. Bauersfrauen mit Geflügel. Hirten mit Ziegen. Mühlen in Wolfenbüttel und Müller mit Esel. Die Bäckergilde. Ein Brötchen? Danke. Wolfenbütteler Bürgerkinder in Wolfenbütteler Tracht. Thank you.
der Fanfarenzug Ölber. Fleischhauergilde. Hirt mit Kühen. Ein Schäfer mit Herde. Es folgt die letzte Abteilung, eingeleitet durch Magister mit Lateinschülern aus der großen Schule. Spielleute, die Gruppe Stehlblüte. Der Michael Pretorius mit Chor. Gesellschaft bei Herzog August. Ja, Mann, du bist ja noch nicht da, Mensch, was ist denn los? Du bist schon wieder da. Höfische Gesellschaft aus Schloss Salzdahlum. Folgt das Herzoglich-Braunschweigische Musikchor. Es spielt das Blasorchester des MTV Wolfenbüttel. Bürger aus Helster repräsentieren den Wolfenbüttler Musikverlag. Der Männergesangverein von 1830. Unterhaltung um 1900. Gefolgt vom Kindergarten um 1900. Damit geht der Zug langsam zu Ende. Hier nochmal ein Blick auf den Umzug vor der Trinitatiskirche.
Damit können die Statuen auf der Hauptkirche wieder auf ein alltägliches Wolfenbüttel schauen.